Die skurrilsten Geschichten schreiben die Berge und wir Menschen, die in die Natur rausgehen. So wundert es nicht, dass sich im Jahr 2022 eine Schlagzeile in den Medien fand, die so lautete: 99 Schüler und 8 Lehrer in Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet. Schuld an dem Großeinsatz sollte vor allem eine Tourenbeschreibung eines Autors einer Internetseite sein. In diesem Video schauen wir uns an, wo sich der Vorfall ereignete, wie die Tour beschrieben ist, was eigentlich an jenem Tag passierte und ob die Anschuldigungen moralisch und auch faktisch gerechtfertigt sind. Kennst du die Geschichte und was hältst du davon? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Der Heuberg ist eine 1795 Meter hohe Erhebung im Kleinwalsertal in Österreich und gehört zu den Allgäuer Alpen. Er befindet sich ca. 1,3 Kilometer nordwestlich des Walmendinger Horns, mit dem der Heuberg über den sogenannten Heuberggrat verbunden ist. Nach Nordwesten fällt der Berggrat zum Tal des Schwarzwasserbachs hinab. Auf der Südostseite liegt das Tal der Breitach. Die Tourismusseite des Kleinwalsertals empfiehlt für den Aufstieg von Norden bzw. Nordosten her zum Walmendinger Horn nicht den schroffen, teilweise ausgesetzten Heuberggrat, sondern einen ausgeschilderten, mittelschweren Bergwanderweg über die untere und obere Walmendinger Alpe. Die Strecke verläuft nördlich parallel zum Heuberggrat in Hanglage. Tourenbeschreibungen zum Heuberggrat im Internet sind rar. Seit dem Jahr 2022 finden sich allerdings mehrere Artikel dazu. Im österreichischen Der Standard wird für die alpine Bergwanderstrecke Erfahrung im alpinen Gelände, Tritt- und Schwindelfreiheit sowie entsprechende Ausrüstung, wie zum Beispiel feste Bergwanderschuhe und Teleskopwanderstöcke, vorausgesetzt. Eine 8-köpfige Gruppe Lehrer bzw. Begleitpersonen plante anhand eines Tourenberichts auf hiker.org vom User Andy84 die Tour für insgesamt 99 Schülerinnen und Schüler. Andy84 hat aktuell 319 Tourenberichte auf seinem Profil veröffentlicht und bezeichnet seine Seite auf hiker als persönliches Tourenbuch. Zumal er wenig Zeit und Lust zum Verfassen der Berichte hat, stellt er diese Berichte hauptsächlich als Kurzbericht für ihn selbst rein. Man könnte dies sozusagen als persönliches Tourentagebuch bezeichnen. Er weist darauf hin, dass dennoch jedermann, der auf seine Seite stößt und Fragen zu bestimmten Touren hat, sich gerne bei ihm persönlich melden könne. Auf seiner Profilseite findet sich ein Hinweis, wie er seine Schwierigkeitsbewertungen sieht, und bezeichnet dies so: Alles ist subjektiv. Ich gebe mir größte Mühe, einem roten Faden in meinen Bewertungen zu folgen. Ob es mir gelingt, mögen andere beurteilen. Fakt ist aber, jeder ist für sein Tun selbst verantwortlich. Daher bitte ich, sich nicht blind auf meinen Bericht zu verlassen, sondern sich gut auf die entsprechende Tour vorzubereiten sowie die Situation vor Ort immer kritisch zu prüfen. Ich lehne jegliche Haftung für Unfälle ab, die beim Benutzen meiner Tourenberichte passiert sind. Den Heuberggrat selbst hat Andy84 folgendermaßen bewertet: T4 nach der Schwierigkeitsskala im Alpinwandern und einer UIAA1 nach der Kletterskala. Diese Info findet sich direkt im Kopf der Tourenbeschreibung und es handelt sich hierbei um eine objektive Schwierigkeitsbewertung. T4 bedeutet, dass in dieser Kategorie das echte Bergsteigen über hochalpine Landschaft beginnt. Bergtouren führen anhaltend durch steilen ausgesetzten Fels oder durch sehr abschüssiges Steilgras. Diese Partien verlangen die Beherrschung des ersten Klettergrats nach UIAA und können sogar kurzzeitig den zweiten Grat tangieren. Technische Installationen in Form von Drahtseilen, Ketten oder Steigbügel sind nicht mehr vorhanden. Das Gelände ist unpräpariert, zugleich wild belassen. Für die Begehung sind grundlegende Kletterkenntnisse sowie ein hohes Maß an Bergerfahrung nötig. Für erfahrene Bergsteiger indes noch gut beherrschbar. Weniger Geübte müssen aber bereits am Seil gesichert werden. Eine Beschilderung ist nicht immer gegeben und auch eine Markierung lässt oft zu wünschen übrig. In den Felspassagen ist das Tragen eines Steinschlaghelms Pflicht. Bergwanderanfänger sollten sich von Touren dieser und der nachfolgenden Kategorien fernhalten. Touren mit dem Zusatz Plus bewegen sich im oberen Bereich des Schwierigkeitsgrades.
UIAA1 nach der Kletterskala bedeutet geringe Schwierigkeiten, einfachste Form der Felskletterei, jedoch kein leichtes Gehgelände. Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichts erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden und Schwindelfreiheit ist bereits erforderlich. Als Auf- und Abstieg gab Andi 84 550 Höhenmeter und als Zeitbedarf 2 Stunden 15 Minuten an. Danach folgte seine persönliche Tourenbeschreibung, die wie folgt lautete. Auf das Valmendinger Horn gibt es mehrere, leider meist überlaufene Anstiege. Der schönste und wahrscheinlich einsamste Aufstieg erfolgt dabei über den Heubergkamm. Genau diesen wollten wir heute mit einer gemütlichen Abendrunde begehen. Dazu stellen wir das Auto am nicht wirklich offiziellen Parkplatz am Schöntalhof ab und folgen dem Schöntalweg ein Stück Richtung Sölleralpe. Nach ein paar Minuten zweigt ein Weg rechts zur Bergstation des Heuberg-Mulden-Lifts ab. Von dieser führt dann ein schwacher Pfad durch Wald hinauf zum schmaler werdenden Kamm. Nach ein bisschen Kampf mit dem Gestrüpp sieht man recht bald auf dem Heuberg. Der Gipfel ist eine flache Ebene und bietet tolle Ausblicke auf die umliegenden Gipfel. Der interessante Teil der Tour folgt nun im Übergang zum Valmendinger Horn. Die Wegspur führt immer direkt auf der Kante entlang. Nach kurzer Zeit trifft man auf ein Hinweisschild, welches den Weiterweg nur mit Kletterausrüstung begehbar ausweist. Der Kamm wird zwar an 2 bis 3 Stellen etwas schmaler und bei 2 kleinen Aufschwüngen muss man eventuell auch kurz die Hände aus der Hosentasche nehmen, aber schwierig ist hier nichts. Im Gegenteil, die Überschreitung ist eine sehr interessante Wanderung. Schwindelfrei sollte man natürlich sein und auch eine gewisse Trittsicherheit ist vorteilhaft. Gegen Ende des Grates gelangt man an eine Seilbahnstütze, danach verliert sich der Weg kurz. Man gelangt aber ohne größere Schwierigkeiten zügig auf den von Norden kommenden Wanderweg. Das Valmendinger Horn besuchen wir heute nicht mehr, da wir schon oft genug oben waren. So geht es direkt über die beiden Valmendinger Alpen zurück zum Parkplatz. Fazit: eine wirklich klassische Feierabendrunde, welche in unsere engere Auswahl der mehrmals wiederholten Abendrunden aufgenommen wurde. Und genau im letzten Teil seiner Tourenbeschreibung sollten ihm 2 Sätze zum Verhängnis werden. Der, dass es sich um eine wirklich klasse Feierabendrunde handelt und der Satz, in dem steht, dass bei 2 kleinen Aufschwüngen eventuell kurz die Hände aus den Hosentaschen genommen werden müssen, denn hier ist ja nichts Schwieriges dabei. Was ereignete sich genau an diesem Tag? Die Schlagzeile und der Inhalt am 8. Juni 2022 lautete: 99 Schüler und 8 Lehrer im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet. Die Lehrer hatten nach einer User-Bewertung im Internet eine Wanderung über einen Grat ausgewählt und unterschätzt. Mittels Taubergung konnten alle gerettet werden. 99 Schülerinnen und Schüler sowie 8 Lehrer aus Deutschland sind am Dienstag im Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet worden. Die Lehrerschaft hatte aus dem Internet eine Wanderroute ausgewählt, die weder der Bekleidung und dem Schuhwerk der Jugendgruppe noch ihrer Bergerfahrung entsprach, teilte die Polizei Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch mit. Demnach brach die Gruppe der 12- bis 14-Jährigen aus Ludwigshafen gemeinsam mit ihren Lehrern gegen 15 Uhr von Schöntal in Hirscheck-Kleinwalsertal zum Valmendinger Horn nach Mittelberg auf. Die nicht beschilderte Tour führte über den schmalen Heuberggrat, der laut Polizei Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände erfordert. Der Steig war zudem aufgrund der vorhergehenden Regenfälle nass und glitschig. Als sich eine Teilgruppe aufgrund der schwierigen Verhältnisse zur Umkehr entschied, rutschten 2 Schüler ab und zogen sich leichte Verletzungen zu. Daraufhin gerieten einzelne Kinder in Panik, weswegen eine Lehrperson einen Notruf absetzte. Die gesamte Gruppe wurde mit Hubschraubern mittels Taubergung geborgen und dann mit den Fahrzeugen von Bergrettung und Feuerwehr in die Unterkunft gebracht. Mehrere Schüler waren erschöpft, unterkühlt, durchnässt und völlig aufgelöst, beschreibt die Polizei die Situation. Der Fall werde nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur strafrechtlichen Beurteilung übermittelt, hieß es. Von Seiten der Bergrettung hieß es, dass man sich an kein ähnliches Vorkommnis in der jüngeren Vergangenheit erinnern könne. Laut dem Pressesprecher Klaus Drechsel wollten die Schulklassen aus Deutschland, die sich auf Landschulwoche befanden, eine Feierabendtour machen.
Allerdings gäbe es auf dem Heuberggrat eine sehr anspruchsvolle Stelle, wenn es nass und rutschig ist, was genau der Fall war. Dafür seien manche Schüler nicht ausgerüstet gewesen. Wenn noch dazu aufgrund von Stürzen Panik ausbreche, kippe die Stimmung in einer Gruppe schnell. Man kann sich ausrechnen, wie oft geflogen werden musste, sagte Drechsel, der erklärte, dass man die Schüler in Dreiergruppen gerettet habe. Auch seien die Wetterbedingungen bei immer wieder auftauchenden Regenzellen schwierig gewesen. Die Lehrer hatten sich offenbar aufgrund der Beschreibung eines Users auf der Bergwanderseite hiker.org für die Route über den Grat entschieden. Dieser bezeichnet die Tour über den Heuberggrat als Klassefeierabendrunde, wie auch die Polizei in ihrer Aussendung zitierte. Trotz der ausgeschilderten Warnung, nur mit Kletterausrüstung weiterzugehen, sei der Weg völlig harmlos. Schwierig ist hier nichts, meinte der User Andy84. Andere Wanderer hatten hingegen deutlich mehr Schwierigkeiten auf der Route. Es war die anspruchsvollste Kletterei, die wir bisher gemacht haben, schrieb UV nach einer Begehung bei nassen Verhältnissen. Eine kurze Recherche zum User Andy84 zeigt jedenfalls, dass es sich um einen ausgewiesenen Profi im Gebirge handelt. Auf seinem Profil schreibt er: Daher bitte ich, sich nicht blind auf meinen Bericht zu verlassen, sondern sich gut auf die entsprechende Tour vorzubereiten, sowie die Situation vor Ort immer kritisch zu prüfen. In 708 Tourenberichten führt der User hunderte erfolgreiche Gipfelbesteigungen an. Laut Allgäuer Zeitung entstand ein offener Rechnungsbetrag in Höhe von 13.291,57 Euro, die in weiterer Folge direkt vom Land Rheinland-Pfalz bezahlt wurde. Abschließend stellt sich die Frage, ob die Anschuldigungen gegenüber Andy84 gerechtfertigt sind oder hier doch eine tendenziöse Berichterstattung vorliegt. Vor allem die in fetter Schrift dargestellte Zwischenüberschrift irreführende Internetbewertung lässt schon einmal darauf schließen, dass der Autor Andy84 einen irreführenden Beitrag ins Internet gestellt hat. In diesem Zusammenhang wurden vom selbsternannten Qualitätsmedium Der Standard Andys schriftliche Aussagen, der Weg sei völlig harmlos, in Zusammenhang mit Schwierig ist hier nichts sowie die Bezeichnung als Klassefeierabendrunde vorgebracht. Im selben Atemzug wird ein anderer User zitiert, der den Heuberggrat als anspruchsvollste Kletterei, die wir bisher gemacht haben, bei nassen Verhältnissen bezeichnet. Mehr ist dazu aber auch nicht zu lesen. Schaut man sich die Fotos von Andy84 genauer an, sieht man auf den ersten Blick, dass die Tour von Andy84 bei trockenen Verhältnissen durchgeführt wurde. Jeder Mensch, der bereits einmal bei trockenen und einmal bei nassen Verhältnissen im weglosen Gelände war, weiß, dass die Schwierigkeiten bei nassen Verhältnissen immer anspruchsvoller als bei trockenen Verhältnissen sind. Insofern wurden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Auch die Klasse Feierabendrunde ist im Artikel problematisch aufzufassen, denn immerhin wird im selben Atemzug die Bergrettung zitiert, die der Schulklasse aus Deutschland bescheinigte, eine Feierabendtour machen zu wollen. Das erweckt den Eindruck, Andys Klasse Feierabendrunde 1:1 nachmachen zu wollen und unterstellt Andy84, dass er keinerlei weitere Informationen hinterlassen habe. Ebenso wird das »Schwierig ist hier nichts« den Aussagen der Alpinpolizei gegenübergestellt, die Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände für die Tour voraussetzt. Dabei entsteht der Eindruck, Andy84 spielt die Anforderungen an die Tour herunter. Alles in allem ist demnach der Autor, also Andy84, für das Unglück verantwortlich, zumindest von Seiten der Medien. Es stellt sich die Frage, ob es nicht viel mehr Aufgabe eines Qualitätsmediums wäre, darauf hinzuweisen, dass Andy84 bereits im Kopf der Tourenbeschreibung auf die Schwierigkeit T4 und UIAA1 hingewiesen hat, aussagekräftige Fotos der Tour zur Verfügung stellte, auf die Möglichkeit hinweist, mit ihm in Kontakt zu treten, sofern es Fragen zu Touren gibt, dass er darauf hinweist, dass jeder für sein Tun selbst verantwortlich ist und dass die objektive Schwierigkeitsbewertung genau mit den Aussagen der Polizei übereinstimmt? Wäre es nicht viel mehr Aufgabe der Medien, die Frage zu stellen, wie 8 Lehrer bzw. Begleitpersonen auf die Idee kommen, mit 2 vollen 50-Sitzer-Bussen mit 12- bis 14-jährigen Schülern eine derartige Tour zu machen? Das sind doch immerhin 12 Schüler, auf die eine Begleitperson aufpassen müsste.
zumal die objektive Schwierigkeitsbewertung von Andy 84 nach zweiminütiger Recherche hergibt, dass Anfänger an Seil genommen werden müssten. Ein Schwierig ist hier nichts oder Klasse Feierabendrunde zählt hier als Ausrede definitiv nicht, denn bei Lawinenunfällen im Winter wird ebenso oft bekritelt, dass die Lawinenopfer scheinbar nur die objektive Lawinenwarnstufe 1, 2, 3, 4 oder 5 lesen, aber den Text nicht mehr weiterlesen. Zusammenfassend muss hier also festgehalten werden, dass mit Andy 84 sehr tendenziös ein Hauptverantwortlicher ausgemacht wurde. Könnte dies eventuell daran liegen, dass die Selbstverantwortung in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Hintergrund rückte und die Schuld immer mehr bei wem anderen, aber nicht bei einem selbst gesucht wurde und wird? Man könnte es so auffassen. Aber bildet euch am besten eure eigene Meinung bzw. schreibt sie mir in die Kommentare rein. Wie seht ihr das Ganze? Welche skurrilen Geschichten von draußen fallen euch sonst noch so ein? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr keine künftigen Videos verpassen wollt.